Rangnick wollte Lewandowski und Lahm nicht. Wie Ralf Rangnick, aktuell Trainer bei RB Leipzig, nun verriet, wurde ihm der heutige Bayern-Stürmer einst angeboten. Damals war Rangnick noch Trainer bei Hoffenheim und Lewandowski spielte bei Lech Posen. Man dachte damals nicht, dass sich Lewandowski gegen den Barbar, Obasi und Ibisevic durchsetzen würde, wird Rangnick von der Mitteldeutschen Zeitung zitiert. Und auch bei Philipp Lahm irrte sich der heute 57-Jährige. So einen Spielertyp habe er in Altin Lala schon, sagte sich Rangnick zu seiner Zeit bei Hannover 96 und lehnte ab. Dutt hat einen Plan. Nach dem Unentschieden in Mainz hat Stuttgarts Sportdirektor Robin Dutt gefordert, Interimscoach Jürgen Kramny noch in Ruhe die zwei Spiele bis zur Winterpause bestreiten zu lassen. Man habe einen Plan, so Dutt. Und den werde man ein, zwei Tage nach dem Hinrundenende verkünden. Dutts Aussagen im Anschluss an den Punktgewinn der Schwaben am vorletzten Hinrundenspieltag deuten darauf hin, dass er bereits einen neuen Coach in der Hinterhand hat. Es soll offenbar mal wieder ein Feuerwehrmann her, der den VfB Stuttgart vor dem Abstieg retten soll. Leicester verdient ersten Tabellenplatz. Vor der Partie zwischen Chelsea und Leicester City hat Mourinho seine Meinung zur Premier League-Überraschung revidiert. Um ehrlich zu sein, verdienen sie es, da zu stehen, wo sie sind. Ich habe ein paar Wochen zuvor gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie die Champions sein können. Aber vielleicht sollte ich es nochmal überdenken. Es ist eine Sache, im September an der Spitze zu stehen nach einem schönen Start, jedoch eine andere, im Dezember Tabellenplatz 1 zu belegen. Augsburg nach Odyssee zurück. Nach dem Europa-League-Spiel in Belgrad wurde der Flug der Schwaben annulliert. Die Spieler nahmen die Absage jedoch locker auf und spielten stattdessen auf ihren Smartphones. Auch der FCA reagierte mit Humor und twitterte: Das hätte keine Sau gebraucht, dann buchen wir halt direkt auf Basel 2016 um. In Basel steigt das Finale der Europa League 2016. Nach ca. 5 Stunden Wartezeit hob der Flieger dann gegen 18 Uhr doch noch Richtung Augsburg ab.